Moin zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ich weiß, 3 Wochen Ruhe um den Black Transit Camper hatte auch seine Gründe, aber das zeige ich euch nach dem Intro. Bis gleich. Ja, was hat sich verändert? Im ersten Moment das Intro. Scheint aufgefallen zu sein, denke ich mal. Und zusätzlich die Musikauswahl hat sich ein bisschen verändert. Das nächste, was war, es gibt ein Solarpanel. Und zwar ein faltbares Solarpanel von Ecoworthy. Ob man das so ausspricht, weiß ich nicht. Jedenfalls macht das Ding 120 Watt und wird geliefert zusammen mit einem, ja, im Prinzip Spannungswandler von der Ausgangsleistung des Solarpanels auf 12 Volt bzw. 13,1 Volt, wie man auch sehr schön sehen kann auf dem Anzeigegerät mit den Schaltern. Was hat sich noch geändert? Ach ja, ich habe ein Regal eingebaut bzw. ein Schrankregal. Das heißt, ich habe die komplette Elektrik geändert. Die Batterie ist jetzt von unterm Beifahrersitz weggewandert, ist jetzt direkt in diesem Regal drin, ist angeschlossen an den Schalterpanel. Und zusätzlich noch gekoppelt mit der Solaranlage, das heißt, über Solarstrom lade ich die Batterie, über Fahrstrom, sprich wenn der Motor läuft, über die Lichtmaschine lade ich die Batterie. Und was war da noch? Ach ja, die Lampen sind von der Stoßstange nach oben aufs Dach gewandert, sprich an den Dachträger. Und zu allem Überfluss habe ich mir auch noch eine Scheibentönung vor die beiden Heckscheiben geleistet. So sieht das aus. Ja, wie ihr gesehen habt, es hat sich wirklich einiges getan. Noch so ein paar Hintergrundinfos zu den Dingen, die verbaut wurden. Das Solarpanel, wie gesagt, das kommt mit einem Laderegler mit 20 Ampere. Und ja, das Solarpanel selber hat 120 Watt angebliche Leistung. Das Ganze auf 18 Volt und 6,6 Ampere Ausgang. Ich bin bis jetzt sehr zufrieden damit, da ich es schon ausprobiert habe und es funktioniert tatsächlich. Es lädt mir also wirklich meine kleine Batteriechen voll und ich bin auch sehr, sehr überzeugt davon, dass es auch das weiterhin so tun möchte. Kostenpunkt ist übrigens unter 150 Euro und unter dem Video werde ich einen Link dazu stellen, damit ihr euch das selbst auch nochmal anschauen könnt. Das nächste ist die Heckscheibentönung ist von der Firma Solarplexus. Nicht zu verwechseln mit Solarplexus, also das hat nichts hiermit zu tun, sondern die Firma heißt Solarplexus und die stellen wirklich 100% passgenaue Tönungsfolien bzw. Tönungsscheiben für die Fahrzeuge her. Die werden einfach eingeklemmt zwischen Scheibe und Verkleidung vom Fahrzeug und dann zusätzlich mit ein paar, ja, wie heißen die Dinger denn, Winkeln bzw. Keilen. Genau, mit Keilen werden die dann in der Verkleidung oder zwischen Verkleidung und Scheibe festgeklemmt, halten 100%, sind super, super, super dunkel und von der Qualität her muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin echt begeistert gewesen. Also das Zeug taugt wirklich was. Ich habe es im kalten Zustand eingebaut, es ist nichts gebrochen, es ist nichts weggeknickt und kann man auch mitleben. So, dann habe ich auf dem Dachträger nochmal zusätzlich 2 von den Wischscheinwerfern mit befestigt. Das heißt, aus den 2 sind jetzt 4 geworden und das soll eigentlich dann bedeuten 4 mal 200 Watt, sprich 800 Watt Lichtleistung auf dem Dach. Sieht man auch sehr schön von aus dem Auto raus auf dem ersten Video und auf dem zweiten Video, was tatsächlich an Helligkeit draußen noch ankommt. Ja, man könnte sagen, die Sonne ist aufgegangen und auch das finde ich sehr, sehr geil. Vor allem für das Geld. Ich meine, wir alle wissen, was bei Wish die Sachen kosten. Naja, plus Versand. Aber wir liegen auch da mit der Beleuchtung momentan bei unter 30 Euro und es ist nur als Arbeitsleuchte angesetzt. Ja,
Und ansonsten, das Regal habe ich aus Holzresten zusammengebaut, die noch bei mir in der Garage gewohnt haben. Ist ein doppeltes Regal, man kann es also einmal in der Mitte teilen. Wir haben dann 1,60 Meter Breite bei einem Meter Höhe und der hintere Teil mit der Batterie eingebaut hat 30 cm Tiefe. Der vordere Teil hat 20 cm Tiefe. Hatte ich noch irgendwas erwähnt? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Falls euch noch was aufgefallen ist, falls ihr Fragen habt, schreibt es unten in die Kommentare. Und ansonsten, schönen Dank fürs Zugucken und ich hoffe, dass ich jetzt mit dem nächsten Video ein kleines bisschen schneller wieder da bin. Alles klar, ihr Lieben. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und ja, wann immer ihr das Video seht, einen schönen Tag, einen schönen Abend, wie immer. Macht's gut, bis dann. Tschüssi.